So. Bei der Aufgabe haben wir einen Würfel. Der Würfel schwebt, ist hier mit der Höhe h in der Flüssigkeit Rho 1 eingetaucht. Hier unten entsprechend, da es sich um Würfel handelt, um dieses Stückchen wäre dann a minus h, in der Würfel eingetaucht ist. Und jetzt soll man entsprechend dieses h hier ermitteln, sodass Gleichgewicht herrscht. Die Dichte Rho 1, die Dichte Rho 2, die Dichte des Würfels g und die Würfel. Länge ist hier entsprechend gegeben. Das hier oben muss ich leider wegmachen, um jetzt das Problem zu lösen. Wir können das einmal über sogenannte resultierende Druckkräfte lösen oder über die Auftriebskraft. Ich mache das hier über die Druckkräfte zuerst. Das heißt, ich schneide den Würfel frei, wie Sie das in TM gelernt haben. Ich habe den Würfel dann entsprechend hier unten. Und jetzt habe ich hier zwar entsprechend eine obere und eine untere Kante, also die Kante hier, wo der Druck von oben senkrecht auf die Fläche wirkt, das wäre P1, dann wirkt der Druck auch noch entsprechend von unten auf die Fläche, das ist ein anderer Druck P2. Jetzt muss ich den Druck, weil es gibt keine Druckgleichgewichte, in eine Kraft, in eine resultierende Kraft umwandeln, also P1 mal a Quadrat und genauso auch hier unten R2 ist dann P2 mal a Quadrat. Die Gewichtskraft wirkt logischerweise auch noch. Also habe ich hier entsprechend meine Gewichtskraft und die Gewichtskraft ist das Volumen, also a hoch 3 mal Rho Würfel, die Dichte des Würfels mal g. Ich nehme hier noch eine positive Richtung, gebe ich noch vor, in Y-Richtung und kann dann entsprechend meine Gleichgewichtsbedingungen aufstellen. Das heißt, die Gleichgewichtsbedingungen, die Kräfte, die in Y-Richtung wirken, sind damit R1 minus R2 plus g. Und wenn ich die jetzt hier eintrage, habe ich hier entsprechend P1 minus den Druck P2, der hier unten wirkt, mal a Quadrat plus a hoch 3 mal Rho w mal g. Jetzt haben wir das Problem, wir kennen P1 nicht, den Druck, und wir kennen den Druck P2 nicht. Aber wir können, wenn wir jetzt die Euler-Gleichung anwenden von hier oben, und ich füge hier eine Y-Koordinate Y1 ein, ja, von der Oberfläche, und ich füge hier eine Hilfsgröße entsprechend ein, die nenne ich b, das ist eine Hilfsgröße, die muss am Ende wieder rausfallen. Ja, dann kann ich entsprechend den Druck von dem Wasser 1 oder von der Flüssigkeit 1 auf den Würfel über die Euler-Gleichung einfach ermitteln. Ja, das war ein Versehen. Das heißt, wir haben hier dp1 nach dy1, so O1 mal g. Und wenn ich das jetzt von der Oberfläche integriere zu hier vorne, diesen Punkt p1, den ich hier vorne habe, ist das nichts anderes als der Umgebungsdruck. Ich integriere von der Oberfläche zu genau der Oberfläche des Würfels. Und das ist PU plus Rho 1 mal G mal diese Hilfsgröße, die ich einfüge. Dasselbe möchte ich auch entsprechend für die Fläche 2 hier unten machen. Aber ich habe hier das Problem, ich habe hier eine Trennschicht, die Dichte ändert sich und dann wird der Druck hier entsprechend einen unstetigen Verlauf nehmen, sodass sich die Euler-Gleichung von hier oben zu der Trennschicht Stern erstmal anwenden muss. Also ermittle ich hier den Druck P Stern und dann füge ich hier eine zweite Koordinate an, die nenne ich Y2 und integriere dann von der Trennschicht von Stern zu der Fläche 2, die ich hier vorne habe. Okay, lassen Sie uns das machen. Erstmal ermittle ich das Stern. Das Stern können wir direkt hier vorne hinschreiben. Also steht hier P Stern ist gleich PU plus Rho 1 mal G mal den Abstand. Und der Abstand ist genau B plus H. Also schreibe ich das hin, dann steht hier B plus H. Das ist meine Gleichung 2. Das hier ist meine Gleichung 1. Und jetzt wende ich meine Euler-Gleichung nochmal an. Dann steht hier dp2 y2 ist gleich Rho 2 mal G. Und jetzt von der Trennschicht zu der Fläche 2, also dieser Abstand wäre dann, da es sich um Würfel handelt, a minus h. Also ausintegriert wäre das dann p2 ist gleich p Stern plus Rho 2 mal g. Und jetzt der Abstand a
minus h. Ja, das wäre dann entsprechend meine Gleichung Nummer 3. Ich setze jetzt 1 hier in meine Gleichung Nummer 4 in die Gleichgewichtsbedingung entsprechend ein. Ja, und dann bekomme ich hier vorne 0 ist gleich a Quadrat. Das a Quadrat, was ich hier habe, das kann ich direkt schon rauskürzen. Das hebt sich hier mit dem hoch 3 zu einem a einfach nur entsprechend heraus. Und dann steht hier ganz einfach PU plus Rho 1 mal G mal B minus, und hier steht jetzt Klammer auf, P2. Und P2 ist nichts anderes als die Gleichung 2 in die Gleichung 3 eingesetzt und das dann in die Gleichung 4 eingesetzt. Also nochmal, gerade eben 1 in 4 und jetzt Gleichung 2 in Gleichung 3 und dann alles in die Gleichgewichtsbedingung 4. Machen wir das. Dann habe ich hier den Ausdruck, also PU plus Rho 1 mal G, Klammer auf, B plus H. Ja, dann haben wir hier unser P Stern. Das hier vorne war unser P1. Diese Klammer hier, die ist noch auf. Und jetzt addiere ich noch den Term noch dran. Dann haben wir Rho 2 mal G A minus H, Klammer zu. Und jetzt dürfen wir hier hinten aus der Gewichtskraft den Term A mal Rho W mal G nicht vergessen. Gucken wir uns das an. Jetzt heben sich hier ein paar Dinge raus. Der Umgebungsdruck hebt sich hier einmal raus. Hier ist ein Minus. Ne? Das Minus gilt bis, muss ich vielleicht nochmal kennzeichnen, das Minus gilt bis hier. Ne? In dieser Klammer gilt das Minuszeichen. Gut, was habe ich dann noch, was ich hier raushebt? Hier hebt sich jetzt noch. So, das bleibt übrig. Schauen wir mal, es fällt raus. Schreiben wir es mal auf, was noch alles übrig bleibt. Das ist minus Rho 1 H, der Term. Der Term bleibt übrig. Minus. Ja, das negative Vorzeichen kommt dann hier hin. A minus H und dann noch plus A mal Rho W ist gleich 0. Jetzt wollen wir dieses H hier vorne ermitteln. Das heißt, ich klammer minus H aus, dann steht hier Rho 1. Das wird plus, also minus Rho 2. Und was habe ich noch? Jetzt bleibt hier noch dieser Ausdruck übrig. Also den bringe ich auf die rechte Seite. Das ist dann Rho 2. Klammer auf. Der wird positiv und der wird negativ. A. Jetzt kann ich die noch drehen, die beiden hier. Und bekomme dann H ist gleich Rho W minus Rho 2 dividiert durch Rho 1 minus Rho 2 mal A. Und das sollte auch das Ergebnis sein, was hier entsprechend dann rauskommt. Mal gucken. Genau, das ist dasselbe. Wenn ich beide Seiten oben und unten mit minus 1 multipliziere, ja, mal, dann vertausche ich die einfach nur und dann steht hier Rho 2 minus Rho W dividiert durch Rho 2 minus Rho 1 mal A und das ist dasselbe wie das, was hier ist, wobei Rho W gleich Rho K entspricht. Also der Dichte des Würfels.